Im vierten Teil der Halsonner Geschichten wollen wir Ihnen wieder zurückliegende interessante Ereignisse in Erinnerung rufen. Vom Klimawandel sprach 1996 in Haltern noch niemand. Klärende Kälte sorgte für Eisbildung auf dem Stausee und dem Kanal. Die Halterner nutzten die Gelegenheit zu einem Spaziergang auf dem Eis. Ausgelöst durch die klirrende Kälte der letzten Wochen entdeckten viele Spaziergänger die Eisflächen des Halterner Sees als Ausflugsziel. Klein und groß, alt und jung trafen sich zum ungewohnten Spaziergang auf den Weiten des Seegeländes. Zwar war das Betreten offiziell nicht gestattet, doch niemand störte sich daran und genoss die ungewohnte Freiheit. An den Uferflächen und Uferbefestigungen konnte man bizarre Eiskunstwerke bewundern und die Vögel saßen weit auf der Eisfläche verstreut und bildeten als Gruppen schon wieder bizarre Muster. Der Dortmund-Ems-Kanal bot über weite Strecken ein Bild wie im Packeis des hohen Nordens. Und das, obwohl der Kanalabschnitt bei Haltern deutlich wärmer ist als die Umgebung. Die Schifffahrt kam allerdings nur für kurze Zeit zum Erliegen. Hochwasser gab es 1995 an der Lippe. Wiesen und Äcker standen unter Wasser. Nicht nur an Rhein und Mosel stieg das Wasser über die Ufer. Auch in Haltern waren Überschwemmungen zu verzeichnen, die die stürzenden Wassermassen am Walzenwehr des Halterner Stausees verdeutlichen. Besonders im Bereich der Lippe breitete sich das Wasser zu einer enormen Fläche aus. Wo vorher noch eine Wiese und ein Weg zu sehen waren, wurden diese jetzt von einer durchgehenden Wasserfläche bedeckt. Zum Glück stehen die nächstgelegenen Gebäude hoch genug über dem Fluss oder sind weit genug entfernt, sodass die Wassermassen sie nicht erreichten und größere Schäden vermieden wurden. Bauer Ewald sorgte 1994 für Aufsehen. An seinem 65. Geburtstag ließ er Hollywood-Star Larry Hackman alias J.R. Ewing aus der Serie Dallas einfliegen. 5.000 Besucher pro Tag. Umsatz 30 Millionen im Jahr. Bauer Ewald, Megastar der Gülle-Gilde. Hoch dekoriert, alles, was ein Bauer braucht, er hat es längst. Drum wird sein Geburtstag zum Staatsempfang, ist doch klar. Soweit Bauer Ewalds Geburtstag in den Medien, die zum 65. Geburtstag reichlich vertreten waren. Von einer Bergmannskapelle wurden Bauer Ewald und Frau Maria am Morgen ins Festzelt geleitet. Dort wartete eine große Gratulantenschar, um Ewald in sicherer Beobachtung eines Bodyguards zu gratulieren. Nach Eintragung in die überdimensionale Gästekarte kamen die Musikanten zu Wort.
symbolisierte Country Ann mit ihren Damen. Das Seniorenorchester Haltern trug die Halternpolka vor. Gegen Mittag nahte dann der Höhepunkt des Tages, eingeläutet durch die Einfahrt von amerikanischen Cadillacs. Eine stolze Parade. Kein geringerer als Dallas-Filmstar J.R. Ewing alias Larry Hagman entstieg mit Ehefrau dem Hubschrauber, den Bauer Ewald eigens zum Fest hatte einfliegen lassen. Für die Medien das Ereignis. Angefangen hat er als Knecht auf dem Prickingshof. Dann ehelichte er Maria, die Tochter des Besitzers, und aus der Schweinemastzucht wurde eine Touristenattraktion. Da hat auch Allstar Larry Hagman, bei guter Gage natürlich, es sich nicht nehmen lassen, persönlich vorbeizuschauen. Seine Leute haben meine Leute angerufen und meinten, es wäre eine Ehre, wenn ich käme. Und ich find's schön hier. Zigtausende von Schaulustigen wurden in Reisebussen herangekarrt zum 65. Geburtstag von Bauer Ewald, dem JR aus dem westfälischen Haltern, gratulierte Larry Hagman, der JR aus Dallas, Texas, höchstpersönlich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Barbara. Happy Birthday to you. Für die mit zahlreichen Bussen angereisten Besucher sorgten Musikkapellen auf dem Hofgelände für gute Unterhaltung. Wurde nach zweijähriger Bauzeit das Bauernmuseum eröffnet. Weit über 100 Maschinen und Geräte bäuerlichen Brauchtums aus Vergangenheit und Gegenwart können nun von den 5000 Besuchern pro Tag besichtigt werden. Dann ging es mit großem Gefolge zum neu gestalteten Wald- und Besinnungspark. Das Spektakel war perfekt. Der größte Tag im Leben des Bauern Ewald. Für ihn ging heute ein Traum in Erfüllung. Ich bin froh und glücklich. Der Tag so schön verlaufen. Als absoluter Höhepunkt des Tages die Enthüllung einer Statue von Bauer Ewald und seiner Bäuerin Maria. In Bronze, versteht sich. Ein Denkmal für die Ewigkeit. 2003 feierte die Schützengilde Haltern ihr 50-jähriges Bestehen. Das amtierende Königspaar Hans-Joachim Heckmann und Christa Schröer nahmen auf dem Alten Markt die Front der Kompanien ab. Ihr 50-jähriges Bestehen feierte die Schützengilde Haltern mit einem großen Jubiläumsschützenfest. Bürgermeister Schmergal begrüßte. Dann werden wir für einige Tage wieder zu Monarchisten. Dann schwingt nämlich der Schützenkönig das Zepter und regiert unsere schöne Stadt. Ich darf nun unserem Schützenkönig Jochen den Schlüssel der Statthaltern überreichen. Er übergab den Rathausschlüssel an den Schützenkönig Jochen Hagman, wies aber humorvoll darauf hin, dass es im Rathaus nichts zu holen gäbe als Schulden. Die ehemaligen Königinnen sorgten für Glanz auf dem alten Marktplatz. Als Vogeldiebinnen brachten sie den Schützenvogel Jubilarus wohlbehalten zurück. Beim Abschreiten der Front überzeugte sich das Königspaar von der Kampfstärke der Truppe. Am Sonntagmorgen traten die Kompanien mit blumengefüllten Hörnern an. Information überbrachten die Träger einen Blumengruß.
Ein langer Zug formierte sich zum Parademarsch. Neben den Schützen nahmen auch etliche Musikkapellen am Umzug teil. Die Trachtenkapelle aus Haltens Partnerstadt St. Veit sorgte für Aufsehen mit ihrer Landestracht. Nachmittags fand ein spannendes Schießen um die Königswürde statt, das Ulrich Brüggemann schließlich für sich entscheiden konnte.